Willkommen. In diesem KI-generierten Video möchte ich Sie über die Evaluationsstudie ChatGPT in Lehre und Studium informieren. Ich lade Sie herzlich ein, daran teilzunehmen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, mehr über die didaktischen Potenziale von KI-Chatbots zu erfahren. Die Studie der THM, der Technischen Hochschule Mittelhessen, erforscht die didaktischen Potenziale der Integration des KI-Bots in die Frage-Antwort-Plattform FragJetzt. Wir wollen eruieren, inwieweit der KI-Tutor als Lehr- und Lernassistent akzeptiert und während einer Lehrveranstaltung in Präsenz oder online genutzt wird. Der Chatbot soll unsere studentischen Hilfskräfte nicht ersetzen, sondern als 24/7-Assistent die Lehrkraft und die Studierenden kompetent unterstützen. Auf der Plattform FragJetzt wird es sein Job sein, jederzeit vorlesungsbezogene Wissensfragen prompt und umfassend zu beantworten. Hierzu kann die Lehrkraft den fachlichen Kontext und die Themen vorgeben, zu denen Antworten generiert werden können. Studierende können aus Hunderten sogenannter Prompts wählen, das sind Kontext- und Auftragsbeschreibungen, um den Chatbot zu präzisen und validen Antworten zu veranlassen. Einige Beispiele für Aufträge an den Chatbot sehen Sie eingeblendet. Als Lehrperson erhalten Sie kostenlosen Zugang zu ChatGPT auf der Plattform FragJetzt. Die Studierenden können ohne Anmeldung den Chatbot im FragJetzt-Raum befragen und zum Generieren von Lernhilfen zu den Inhalten der Veranstaltung auffordern. Um an der Studie teilzunehmen, erstellen Sie zunächst ein Konto auf frag.jetzt. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an und buchen Sie einen Raum. Mailen Sie den Namen Ihrer Veranstaltung und den Raumcode an den Leiter der Evaluationsstudie, Professor Klaus Quibbeldey-Zirkel. Sie erhalten vom Leiter der Studie einen Aktivierungscode, der sich aus dem Namen der Veranstaltung und dem Raumcode zusammensetzt. Diesen tragen Sie auf der Raumseite unter Optionen in den ChatGPT-Einstellungen ein. Sie erhalten ein sogenanntes Token-Guthaben von $20. Das reicht für Millionen Wörter, die der Bot für Antworten und Aufträge generieren kann. In der Kontingentverwaltung können Sie Ihr Guthaben verwalten, um den Tokenverbrauch zu begrenzen. Zum Beispiel bestimmen Sie Verbrauchskontingente pro Monat, pro Tag oder nur während der Vorlesung. Am Ende des Semesters werden Ihre Studierenden gebeten, an einer Umfrage zum Nutzungsverhalten mit dem KI-Tutor teilzunehmen. Nach Ablauf der Studie und auch unabhängig von einer Teilnahme können Sie den Chatbot mit einem eigenen API-Code von OpenAI in Ihren Räumen einsetzen. Zögern Sie bitte nicht, das Team von FragJetzt zu konsultieren. Wir haben dafür einen Raum auf der Plattform eingerichtet. Sie können alles Mögliche fragen, zur Technik, zur Benutzung, zur Studie. Sie können dort auch die Intelligenz von ChatGPT unbegrenzt und kostenlos testen. Viel Spaß dabei! Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Teilnahme an der Evaluationsstudie. Vielen Dank! Übrigens, ChatGPT hat einen Konferenzbeitrag über FragJetzt generiert. Der Beitrag wurde anstandslos angenommen. Dort erfahren Sie, wie das Entwicklerteam den KI-Bot in die Plattform integriert hat und mit welcher didaktischen Zielsetzung. Sie finden den Beitrag im Blog von FragJetzt. Kaum zu glauben, was mit KI-Schreibassistenten im akademischen Bereich möglich ist.